Profil Podcast. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei der dieswöchigen Ausgabe des Mittwoch-Podcasts, der Innenpolitik-Podcast des Profil. Ich spreche wie so oft mit Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin und Innenpolitik-Ressortleiterin, beziehungsweise sie spricht auch mit mir. Hallo Eva. Hallo Christian, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In dieser Woche wollen wir nicht mit Corona beginnen, sondern mit einem ganz anderen Thema. Wir nehmen diesen Podcast am Mittwochvormittag um 11 Uhr auf und vor kurzem hat die unter anderem Umweltministerin Leonore Gewessler bekannt gegeben, was ohnehin schon seit gestern vermutet wurde, der Lobautunnel in Wien wird nicht kommen. Kurz zur Einordnung, weil ja nicht nur Wiener und Wiener zuhören, der Lobautunnel ist der Anschluss der Nordostumfahrung an die Stadt Wien eigentlich. Also ein Lückenschluss der S1. Also es geht um die Frage, wie man Wien im Norden umfahren kann. Und bevor ich meine Meinung dazu und über das Äußere und über das Gewicht dieser Entscheidung spreche, gleich mal an dich, Eva. Wie siehst du das? Es ist eine spektakuläre Entscheidung, die sich zwar schon eine Zeit lang abgezeichnet hat, sie ist aber dessen ungeachtet spektakulär, denn Ministerin Gewessler zeigt wieder einmal, dass sie wohl die stärkste und auch eine der veränderungswilligsten Ministerinnen der Regierung ist. Sie legt sich gleich mit drei starken Landeshauptleuten an, von Wien, von Niederösterreich. Und das ist schon ein Kunststück. Die Reaktionen werden wohl sehr geharnischt ausfallen. Und es ist auch eine Entscheidung, die sich gegen den Koalitionspartner, die ÖVP, richtet. Die ÖVP war immer klar für den Lobautunnel. Inhaltlich, falls wir vielleicht darüber kurz reden wollen, ich finde die Entscheidung richtig. Der Lobautunnel ist quasi ein Steinzeitprojekt, der schon sehr lange geplant wurde. Jetzt nicht mehr zeitgemäß ist. Siehst du das anders oder genauso? Ich bin absolut kein Spezialist, was diese Angelegenheit betrifft. Leonore Gewessler hat den Satz heute, folgenden Satz fallen lassen, mehr Straßen bedeuten mehr Autos. Das hat im Prinzip etwas für sich. Ich finde, dass die Gegner dieses Lobautunnels mit, zumindest das, was man meistens hört, mit dem falschen Argument argumentieren. Hier geht's, denen geht's sehr stark um Naturschutz, nämlich direkt durch den Lobautunnel. Ich denke, das ist nicht das Thema. Es geht nicht um die Frage, ob Verzeihung dort einige Sumpfkröten mehr oder weniger leben und dürfen und sich vermehren dürfen, sondern es geht eben um eine sehr, sehr prinzipielle Frage. Das heißt, tendenziell finde ich es jedenfalls extrem spannend und richtig, dass die Grünen, dass Leonore Gewessler alle Asfinag-Bauprojekte untersucht und nicht nur untersucht, sondern hier eines der bedeutendsten jetzt mal gekappt und gestoppt hat. Die Diskussion ist wichtig und der Stillstand oder aber auch das Weiterbauen, das wir nun seit Jahren erlebt haben, kann sicherlich nicht der Weg sein. Und ja, wie du gesagt hast, sie legt sich mit praktisch allen Parteien an. Ich weiß nicht, was die Neos dazu sagen, aber mit dem Koalitionspartner, mit der starken Stadt Wien. Und sie setzt das durch, indem sie sehr klug die Möglichkeiten ihres Ministeriums nutzt. Also eine jedenfalls spannende Entscheidung, die ich in der Sache als solche nicht beurteilen kann. Aber ich finde es wichtig, dass Dinge dieser Art passieren. Ja, warum haben wir denn sonst eine Regierung aus Schwarzen, Türkisen und Grünen? Weil hier das ungleiche Paar Wirtschaft mit Grünen zusammentun muss und gemeinsame Entscheidungen treffen muss. Und das ist eine von vielen, die wir in den vergangenen Wochen erlebt haben. Das Klimaticket, das weniger umstritten war bei manchen Landeshauptleuten, aber nur wegen der Finanzierung jedenfalls, aber die Steuerreform. Wobei noch einmal zurück zum Lobautunnel, ganz gegessen ist die Sache ja noch nicht. Es sind schon Klagen angekündigt. Wien will auf jeden Fall vor Gericht ziehen, womit der unendlichen Geschichte des Lobautunnels, die sich über Jahrzehnte hinwegzieht, noch ein paar Kapitel hinzugefügt werden. Ich finde, das eigentlich Spannende an dem Ganzen ist der Überbau, weil in einem sind sich SPÖ und ÖVP, jetzt die im Bund und SPÖ in Wien, verflixt ähnlich. Beide sagen zwar, dass sie Umweltschutz für wichtig
halten, wollen aber trotzdem nichts weiter ändern, nichts an den Verhaltensweisen, nicht an Bauweisen, nicht an Planungs- und Bauprojekten. Gewessler hat immer eine andere Politik vertreten und hat natürlich gesagt, man braucht, um die Klimaziele zu erreichen, auch gewisse Verhaltensänderungen. Klar ist, ein Klimasünder Nummer eins in Österreich ist der Verkehr. Da kann man sich die Statistiken sehr genau anschauen. Die Emissionen in der Industrie sind auch wegen vieler Maßnahmen etc. etc. quasi überschaubar, die im Verkehrsbereich explodieren nachgerade. Und da muss man natürlich etwas unternehmen. Insofern ist das aus Ihrer Sicht eine konzise Politik, wie jetzt die Reaktionen vor allem auch des Koalitionspartners auf Bundesebene darauf ausfallen werden. Da kann man schon gespannt sein. Es war das Klima zwischen Grünen und ÖVP schon bisher angespannt. Wir können uns alle erinnern an Zitate von Altbundeskanzler Sebastian Kurz, der gesagt hat, er sei gegen Verzichtspolitik und man kann nicht zurück in die Steinzeit gehen. Also da sind schon noch Konflikte programmiert. Und ob das Ganze jetzt so durchgesetzt wird, werden wir sehen, weil wie gesagt, es kommen noch einige Rechtsstreitereien darauf zu. Und die richtig spannende Frage wird sein dann, wie wird denn Wien darauf reagieren? Rechnest du, dass das Ganze noch einmal eskaliert oder glaubst du, das Ganze ist jetzt gegessen? Ich glaube, es ist vorerst gegessen. Wie du sagst, es wird rechtliche Evaluierungen, Klagen geben. Aber wir werden hier in Wien und in den drei Bundesländern in den nächsten Jahren, Jahrzehnten keinen Lobautunnel sehen. Was vermutlich gebaut werden wird, ist dennoch die Spange, der Lückenschluss bei der S1, aber eben nicht die Anbindung nach Süden durch und mit dem Lobautunnel. Insgesamt, wie gesagt, ich finde das spannend, ich finde es wichtig. Und wenn die Koalition aus Türkis-Schwarzen und Grünen einen Sinn ergibt, dann genau mit solchen Entscheidungen, wo in der Sache selbst vielleicht gar nicht das einzige Kriterium ist, ob es die einzig mögliche Entscheidung ist. Aber jede dieser Entscheidungen ist ein Katalysator beim Denken der Menschen. Und ohne diese Katalysatoren würde die Welt und damit Österreich bedingungslos in die Klimakatastrophe und damit in den Untergang sich bewegen. Und weil du es gesagt hast, natürlich sind die Roten auch dagegen. Insgesamt kann die SPÖ nicht nur wegen der Stadt Wien, sondern auch aus verschiedensten anderen Gründen gar kein Vorreiter sein der Klimapolitik, weil es kurzfristig um Arbeitsplätze gehen kann, weil es kurzfristig die zusätzlichen Kosten oft Pendler, potenzielle SPÖ-Wählerinnen und Wähler betrifft. Und das ist ja ein Dilemma und ein Problem der Sozialdemokratie, dass die Gewerkschaften und damit eine wichtige Basis der Sozialdemokratie kaum für Ziele der Grünen sein kann und damit ein weiteres Wählerpotenzial dort verloren geht. Wobei, da gibt es schon einen gewissen Wandel innerhalb der SPÖ, zumal der Wiener SPÖ. Der frühere Bürgermeister Michael Häupl war ein früher Vorreiter der Umweltbewegung. Dem wurde sogar seinerzeit als Jung-SPÖler von dem damaligen Bundeskanzler Bruno Kreisky der Parteiausschluss angedroht, weil er eben dafür war, dass sich die SPÖ mehr ökologischen Themen zuwendet. Er hat als ehemaliger Umweltstadtrat stärker Ökologie ins Zentrum gesetzt und er hat sehr bewusst damals in der Koalition mit den Grünen auch immer wieder gesagt, dass die SPÖ und Ökologie natürlich zwei Verwandte sind. Bei Michael Ludwig ist ein bisschen nicht nur ein Koalitionswechsel, sondern auch ein bisschen ein Politwechsel eingetreten. Jetzt wird sehr stark betont, dass so viele Leute das Auto brauchen und dass quasi Straßen und Straßenbau ein SPÖ-Anliegen sei. Das ist auch innerhalb der SPÖ nicht ganz unumstritten. Gerade Jüngere von der SPÖ enttäuschte, wie Barbara Blaha sagen, dass die SPÖ da auf der falschen Seite stehe. Also das wird schon auch noch für quasi innerparteilichen Konflikt sorgen, weil da auch Außerbezirke und Innenbezirke ein bisschen unterschiedlicher Meinung sind. Bevor wir da aber zu detailliert werden, vielleicht noch zum zweiten großen Thema, das die Menschen jetzt sehr bewegt. Es fand gestern auch ein
Gipfel statt zum Thema Impfpflicht. Ist jetzt ein relativ harter Schnitt. Wir versuchen es aber trotzdem. Wie siehst denn du das? Du warst schon im Gegensatz zu manchen anderen in der Redaktion schon länger für eine Impfpflicht. Bist du froh, dass die jetzt kommt? Ich halte es für die einzige Möglichkeit, das Virus noch Herr zu werden. Ich bin nicht froh darüber, weil es meiner Meinung nach andere Möglichkeiten gegeben hätte, um eine Impfpflicht zu vermeiden. Hätte man versucht, im Sommer einen Lockdown für alle Ungeimpften zu initiieren oder im Spätsommer, dann hätten wir uns das möglicherweise erspart, so wie wir uns den Lockdown erspart hätten oder viele andere Zwangsmaßnahmen, eine Art Fußfessel für Nichtgeimpfte, ich nenne es immer wieder so. Jetzt No. ist die, ja, ich habe es, glaube ich, sogar so geschrieben und bekam daraufhin auch nicht nur freundliche Reaktionen. Jetzt ist es offensichtlich die einzige Möglichkeit, um aus dem Dilemma herauszukommen. Und damit bin ich sehr für eine Impfpflicht. In der Redaktion gibt es Skepsis dazu. Das hatten wir gerade in der Redaktionssitzung auch ein bisschen ventiliert oder auch und besprochen. Ich sehe schlicht keinen anderen Ausweg und keine Möglichkeit, die in Österreich über eine Quote von 80, 85% zu kommen. Ich sehe das, sind wir wirklich einmal vehement anderer Meinung. Ich sehe das ganz anders, weil die österreichische Regierung ja quasi direkt vom Laissez-faire und von gar nichts tun in die sehr harte Maßnahme Impfpflicht gesprungen ist, die natürlich ein Eingriff in die Grund- und Menschenrechte ist. Das hat aus gutem Grund ja auch der Karl Stöger vom Institut für Staatsrecht gestern gesagt, bei dem Impfgipfel gerade deshalb auch sehr gelinde diskutiert werden soll. Und was mir völlig unverständlich ist und was ich auch für eine falsche Vorgangsweise der Regierung halte, dass man keine Zwischenschritte gesetzt hat. Es gibt in anderen Staaten viel erprobte Methoden von Prämien für Impfung, von Briefen, die die Leute auffordern, zur Impfung zu gehen, von Kampagnen, die gemacht werden, von sozusagen Versuchen, die Leute in die Richtung zu stupsen. All diese soften Methoden sind gar nicht einmal versucht worden. Jetzt gleich direkt mit der härtesten Methode da reinzusteigen, finde ich schon ganz schwierig zu argumentieren. Und wir werden sehen, ob die Regierung jetzt versucht, es zu argumentieren. Bisher ist sie da ganz schwach und evoziert eher den Widerstand der Impfgegner. Ich bin natürlich für die Impfung, bin auch selbst geimpft, finde nur diese Sorte von Druck, die da ausgeübt wird, ist einfach der falsche Weg. Ja, Österreich ist von gar nichts tun und die Bundesregierung und Landeshauptleute dann gleich zum schlimmsten Mittel gegangen. Das ist ja auch meine Argumentation. Hätte man bei Zeiten andere Dinge versucht, allerdings denke ich, dass Druck notwendig gewesen wäre, dann hätte man sich die Impfpflicht vielleicht erspart. Ich denke nur eben zu dem Zeitpunkt, als sie dann endlich beschlossen wurde oder in Aussicht gestellt wurde, war mit den gelinderen Mitteln kaum etwas zu tun. Aber ja, da unterscheiden wir uns in der Argumentation. Prinzipiell habe ich mit diesem Eingriff allerdings kein Problem. Es gab Impfpflichten bis 1981 für Pocken. Es gibt in Italien viele Impfungen, die verpflichtend sind. Es gibt in Frankreich viele Impfungen, die verpflichtend sind. Also ich sehe diesen Eingriff einfach nicht in diesem Ausmaß. Hängt auch ein bisschen der Widerstand damit zusammen, dass gegen diese modernen Impfstoffe von der Bevölkerung in der Bevölkerung Bedenken herrschen, während die Wissenschaft sagt, das sind wesentlich ungefährlichere Impfstoffe als vieles andere, was geimpft und verimpft wurde. Und jetzt nach mehreren Milliarden Menschen, die geimpft wurden und noch mehr Impfdosen und den größten Feldversuch aller Zeiten, falsch, weil es kein Feldversuch war, hier noch Skepsis zu haben, halte ich einfach für richtigen Unsinn. Und weil du es angesprochen hast, ich erwarte von der Regierung nicht, dass es ihr gelingt, mit die Impfpflicht zu argumentieren. Wer denn? Der überforderte Gesundheitsminister, der Vizekanzler, der auf Tauchstation gegangen ist, der Bundeskanzler, der, sagen wir mal so, noch nicht unbedingt argumentativ in sein Amt gefunden hat. Ich erwarte wenig und darum werden wir uns vielleicht ein bisschen warm anziehen müssen, weil es viel Widerstand auch auf der Straße geben wird. Genau das wäre vermeidbar gewesen, mit einem
einerseits argumentativen Vorgehen. Man kann ja Leute auch versuchen zu überzeugen. Man muss sie nicht ihnen gleich eine Pflicht oktroyieren. All das ist gar nicht einmal versucht worden, sondern das haben wir schon mehrmals besprochen. Die Regierung, und zwar die Bundes- als auch die meisten Landesregierungen, bis auf jene Wiens, haben ab Sommer so getan, als gäbe es Corona nicht mehr, sind dann sehr spät aufgewacht und haben quasi in einem Verzweiflungsakt diese Impfpflicht verkündet, die wohl auch geboren wurde, quasi aus der Not. Hallo, wie in aller Welt erklären wir den bereits Geimpften, dass es jetzt wieder einen Lockdown gibt? Wie in aller Welt machen wir das? Deswegen ist es ja auch so verdruckst für relativ spät angesetzt, für Februar, weil man muss mit Vorhersagen bei dieser Pandemie sehr vorsichtig sein. Aber ab Februar macht eine Impfpflicht eigentlich wenig Sinn mehr. Dann tritt nach allem, was wir bisher wissen, eine Immunisierung Mitte März ein. Da sind die bisherigen Wellen schon abgeebbt, weil sich das Geschehen mehr nach draußen verlagert. Also sehr durchdacht ist das alles nicht, wie das gesamte Vorgehen der Regierung in dem Corona-Management oder Nicht-Management. Und damit provoziert man ja nachgerade Proteste. Ich verstehe die Argumentation der Impfgegner und Gegnerinnen auch nicht. Aber was klar ist, so wie die Regierung vorgeht, befeuert sie das quasi. Wie bei dir. Ich hatte auch immer geschrieben, das war nur meine Notfallmaßnahme. Bin neugierig, wie es in Deutschland laufen wird. Deutschland jetzt mit der Ampelregierung steuert gerade auf eine Impfpflicht zu. Die wird sehr bald in der einen oder anderen Form bekannt gegeben werden. Allerdings, soweit ich sehe, sogar später als in Österreich, vermutlich erst ab März. Welche Auswirkungen das wieder hat, ob das zu größerem Verständnis in Österreich führen wird oder erst recht zu einer europaweiten Bewegung gegen die Impfpflicht heute nicht absehbar. Jedenfalls sind wir nicht mehr alleine damit. Allerdings hat sich Deutschland vorerst zumindest einen vierten Lockdown erspart und die Fallzahlen sind wesentlich niedriger. Von mir aus, liebe Eva, war es das. Hast du noch Argumente oder nein? Dann bedanke ich mich fürs gemeinsame Diskutieren. Danke Ihnen fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Liebe Zuhörer, haben Sie noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.